Und zwar ist man dann hier in Hot Coco. Und hier gibt es 70 Kisten. Die wir uns jetzt hier angeln. Und hier gibt es auch ein Relikt. Und Bomben, die ganz fies versteckt sind. Aber was mich immer noch... Ja genau, hier ist nämlich der Ausgang. Der ist auch mit Nitro-Kisten voll. Und das macht mich da wieder stutzig. Wieso gibt es dann hier drei Edelsteine? Ach komm schon. Ach komm, Philipp, jetzt nochmal Konzentration. Das kann es doch nicht sein. Na gut, es ist gleich schon 3 Uhr. Um 3 Uhr würde ich eigentlich aufhören heute. Es ist auch wieder brutal warm bei mir. Das war die falsche Taste für die Bremse. Weil ich verliere hier Leben. So wie viel schlimmer. An der Ecke. Ja. Dieses minimale Gas geben kannst du vergessen. Obwohl, ich kann auch von der Seite reinfahren. Hä? Ist doch viel einfacher. Ich glaube, hier gibt es auch so die festgelegte Route eigentlich. Schafft. Ich glaube, hier hätte ich schon immer meine Probleme. Mit Hot Coco. Boah. Es sind nur 70 Kisten. Und ich scheite an den ersten 5. Verdammte Scheiße, ey. Oh, war mutig, ging aber auf. Boah. Ja, fahr mal um mich herum. Gut, gute Kiste. Das ist ein Checkpoint, den will ich eigentlich noch nicht mitnehmen. Ach, ich nehme dich mit, scheiß drauf. Fahren wir ja. Doch erstmal einmal außen rum. Und den Nitro-Schalter, den möchte ich eigentlich als erstes aktivieren. Um zu gucken, wo der ist. Da ist der nächste Checkpoint, okay. Da, okay. Da, okay, hallo Bombe. So. Problem gelöst, wo ist Checkpoint? Da hinten. Nice. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wo bin ich jetzt gerade lang gefahren? Ach, das ist immer so ein Level, wo ich hier eh alles suche. Das weiß ich doch jetzt schon. Okay, nehmen wir die Rampen mit. Ich hatte hier nie wirklich ein Kistensystem. Deswegen, ich weiß schon, nachher suche ich irgendeine Kiste. Ach, da hinten bin ich gefahren. Ja, genau. Perfekt. Da waren wir schon. Da auch. Und nachher suche ich mir den Anfang. Hier gibt es auch noch einen Checkpoint. Der lohnt sich, okay.
Da hinten sind noch, da hinten ist der Anfang. Das geht, okay. Ja, genau. Du fährst gegen die blöde Insel. Und voll in die Bombe rein. Gut. Viele Kisten sind es nicht mehr. Da oben ist noch eine. Da sind auch noch zwei. Da ist auch noch eine. Alles so blöd verteilt. Diese Rampen. Da ist auch noch eine. Da sind auch noch welche. Noch eine Checkpoint. Nice. Da fehlen mir noch 10. Da ist, glaube ich, noch ein, oder? Ja. 2 sogar. Ja, bei blöden Minen waren die. Jetzt hätte ich den Checkpoint gebraucht. Das hat getäuscht. Da hinten war keine mehr. Noch 8. 5. Ja, bei dir habe ich auch schon mitgezählt. Habt ihr eigentlich einen an der Meise? Ja, genau, da hinten die 2 habe ich mitgenommen. Und dann bin ich quasi zurückgefahren. Genau. Ich glaube auch, dass das der Weg ist für das Relikt. Denke ich mir jetzt mal. Ich habe doch echt halt. Das ist ja echt eine Meisestelle, ne? Also von da bin ich gekommen. Das heißt, ja, eine Kiste suche ich. Ja, eine suche ich. Eine verdammte Kiste suche ich mal wieder. Blöd. Ja, eine Kiste. So, jetzt ist die Preisfrage. Wo ist diese eine verdammte Kiste? Oh. Wo ist die eine Kiste, die mir fehlt? Ich glaube, da war sie nicht. Eine Kiste. Den ganzen Zirkus wegen einer Kiste. Das ist nur die Nitro-Kiste, genau. Kiste. Bitte kommen. Bitte melden. Sie werden vermisst. Yes, sage mal einer. Ich doch gleich einmal rum. Wo ist die eine Kiste? Einmal außen rum. Dich habe ich mitgenommen. Da ist auch keine mehr. Hm. Oder ist da hinten noch irgendwo eine versteckt? Nee. Da ist nur der Nitro-Schalter da. Ja, genau, da muss man wieder zurückfahren irgendwie. Ja, aber die Rampen hier, ja. Das ist nur eine Checkpoint-Kiste hier. Hier ist er auch nicht. Ne, es ist eine Bombe, die da rumschwimmt. Aber keine Kiste. Das dauert jetzt so lange für eine Kiste. Na, tut mir leid.
Aber das hasse ich an Hot Coco. Dass man für eine Kiste so lange suchen muss. Bin ich irgendwie blind? Und will die gar nicht sehen. Hä? Wo ist die? Die ist aktiviert. Alle mitgenommen. Welches Fleck mehr habe ich hier noch nicht umgedreht? Geht ja nur auf die Rechnung. Hier ist nirgendwo mehr eine. Wo ist eine Kiste? Spiel. Ich sehe keine. Ey. Ich fühle mich leicht veräppelt. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Wo meine Kiste? Ja, sage mal, das war ich schon zum dritten Mal hier in der Runde. Und zwar wirklich zum dritten Mal. Oh Mann, Hot Coco, du bist scheiße. Nee, auch hier ist keine mehr. Nicht bei dem Hai. Eine geheime Stelle gab es hier auch nicht. Die Jagd nach der einen Kiste. Ist auch keine mehr? Ja, eine Kiste fehlt mir. Hä?
Ich bin sprachlos. Wo ist diese eine Kiste? Wo ist diese eine Kiste? Jetzt war ich mal wirklich ganz innen und einmal ganz außen. Innen war keine mehr. Und außen ist auch keine mehr. Kann man so blind sein? Die habe ich auch alle mitgenommen. Die habe ich auch mitgenommen, die eine. Boah, ey, ihr seid fies. Ihr seid richtig fies. Richtig fies, ihr miesen Entwickler. Echt. Boah, ist die fies versteckt. Boah, abgezockte Schweine. Habt ihr die gesehen? Ich nie. Boah. Ist das gemein, ist das gemein, echt. Das ist so hundsgemein. Das tut weh. Alter, das war gemein. Boah. Nee, Hot Coco. Ein Edelstein. Na gut, das muss ich dann nochmal rein. Für das, Relikt. Was ich immer so ein bisschen blöd finde. Du kleiner Bastard. Das war wirklich, du kleiner Bastard. Alter, der bremst doch nicht runter. Aber es ist ja wurscht. Wir wollen noch mal nach Hot Coco. So. Ach, der kleine Piepmatz gibt uns auch noch den richtigen Weg dahin, ne? So, wo ist jetzt die Uhr? Komm. Gold. Das fängt schon scheiße eigentlich an. Ja. Ach komm, ey. Ey, das gibt es nicht, wie du einfach an dieser blöden Uhr vorbeifahren kannst. Das ist Kacke, ist das. Na, ich wüsste, was ich für eine Zeit hier brauche. Um zu wissen, muss ich die nehmen oder nicht. Und dann wieder zu früh eigentlich. Das ist ein ganz, ganz scheiß Stelle. Perfekt. Okay.
Da hinten geht's weiter. Die ignorieren wir, die zwei. Die Rampe war hier. Natürlich. Natürlich nimmst du diese Nitro-Kiste mit. Frau. Aber die Uhr dafür nicht. Oh, ich breche ins Essen. Zu früh. Ah, die Kiste. Ah, die Sekunden sind schon wertvoll. Die 6. Hä? Ruhig. So, los geht's. Philipp, denk an dein Herz. Du musst da echt in so einen spitzen Winkel reinfahren. Ja, natürlich. Ja. Der Weg ist besser. Aber ich glaube, ursprünglich hat man den Weg gedacht hier. Ey. Ja, ich muss da kurz lupfen. So wie. Ich glaube, ich habe vorhin gelupft. Kurz mit dem Gas. Ich glaube, das musst du da auch. Ja. Muss man. Oh, es ist gar keine Kiste, okay. Weiter lasse ich links liegen. Wichtig ist, dass der Sprung jetzt klappt. Ja. So, rückweg antreten. Die ist gefährlich. Dahin ist das Ziel. Ja. Bitte was? Das ist ein schlechter Witz. Das ist doch ein schlechter Witz. Weil man sieht die Zeit ja nicht. Oh, warum öffnet sich hier kein extra Scheißportal? Was weiß ich, im unteren Bereich. Ja. Aber nein, es ist nur so viel. Nee. Das ist echt schlecht. Sobald du das einmal freigespielt, das wäre schön gewesen. Okay, dann mache ich das beim nächsten Mal, weil jetzt habe ich da keinen Nerv mehr nach 2 Stunden. Das mache ich dann beim nächsten Mal, ey. Oh, das gibt es einfach nicht. Oder? Nee, es gibt keinen extra Bereich dafür. Und wofür gibt es noch 2 Edelsteine? Das frage ich mich auch. 1 auf 4, das regt mich auf. Das regt mich auf. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder. Wenn es wieder ist, Let's Play Crash Bandicoot Warp. Dann zu den finalen Parts hier. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.